Hallo und willkommen zu Kapitel 3 in der Vorlesung Verteilten Systeme. Nachdem wir uns in Kapitel 1 allgemein über Client-Server-Systeme, in Kapitel 2 spezifisch über World Wide Web als ein Beispiel für Client-Server-Systeme unterhalten haben, möchte ich hier mit Ihnen in Kapitel 3 die Diskussion über solche Dienstgeber-Dienstnehmer-Beziehungen fortsetzen, aber in etwas anderes Licht, in eine etwas andere Perspektive stellen. Mit den bisherigen Mechanismen können Sie allgemeine Client-Server-Systeme bauen. Das hat die hohe Gefahr, dass es zu Wildwuchs führen kann, dass es analog in einem gewissen Sinne zu beliebigen Nutzungsbeziehungen in einem sequentiellen lokalen Programm. Dort haben wir Prozeduraufrufe eingeführt und genau das Gleiche werden wir hier tun, indem wir uns über entfernte Prozeduraufrufe in diesem Kapitel unterhalten werden. Das Ziel dabei wird sein, es ist ein etwas längeres Kapitel, wir unterhalten uns erstmal über diese Idee des RPCs, Remote Procedure Calls, RPCs. Wir machen am Anfang, in dem ersten Abschnitt hier legen wir die Grundlagen, unterhalten uns darüber, wie Sie Parameter in einem entfernten Prozeduraufruf übergeben. Wir werden nochmal auf die Frage des Request-Reply-Protokolls zurückkommen, was das in diesem Kontext hier bedeutet. Sie erinnern sich an die Diskussion, die wir dazu schon in Kapitel 1 hatten. Wir reden noch über Bindings, wie kann man mit Server und Dienstgeber, Dienstnehmer hier sinnvoll in Beziehung setzen. Später verallgemeinern wir das von RPC zu RMI. Wir werden es auf eine objektorientierte Idee ausdehnen. Das ist dann der RMI, der Remote Method Invocation Fall. Wir schauen uns ein paar Beispiele an und diskutieren dann zwei größere Konzepte, in denen das vorkommt. Ein älteres Konzept dazu sind die Web Services. Ich habe das hier Tale from the Past genannt. Das spielt in dieser Form heute keine Rolle mehr. Es ist trotzdem nicht falsch, das einmal gehört zu haben, um zu sehen, wo Entwicklungen in der Informatik auch in die Irre gehen durch geradezu barocken Ausbau von Eigenschaften. Das hat sich dann alles etwas beruhigt und ist in etwas gemündet, was heute benutzt wird, das sogenannte REST als Stil, als Art und Weise, wie man zwischen einzelnen Komponenten interagiert. Und dieser Interaktionsstil verallgemeinert sich dann naheliegenderweise in ein bestimmtes Architekturmuster, die sogenannten Microservices. Hier versuche ich eine Brücke etwas in das Software Engineering zu schlagen. Aber das wird erst in ein paar Videos der Fall sein. Das Material hier vorne wird uns sicherlich noch etwas beschäftigen. Sehr schön. So viel zur Vorrede. Lassen Sie uns mit den Grundlagen und der Grundidee von RPC beginnen. Wie schon gesagt, wenn Sie mit den bisherigen Kommunikationsmustern, direkte Socket-Kommunikation, Request-Replies oder Client-Server-Beziehungen, versuchen, ein verteiltes Programm zu entwickeln, dann ist die Versuchung hoch, das beliebig hin und her aufzurufen, zu schicken, Dienste zu benutzen, in Analogie zu dem, was Sie in lokalen Programmierungen sehen würde, kann man hier von Spaghetti-Sockets reden, in Analogie zum Spaghetti-Code, der entsteht, wenn Sie beliebiges Go-To zulassen. Das ist hier nicht so ganz anders. Und ähnlich wie in der lokalen Programmierung ist hier eben, wie gesagt, die Idee, wir nehmen zwar diese Client-Server-Ideen als Grundbaustein, integrieren es aber stärker in eine Programmiersprache, sodass es in der Programmiersprache mit den Strukturmitteln der Programmiersprache zur Verfügung steht, aber dahinter versteckt ist und dass daraus Ordnung und Struktur entsteht, die Sie im Zweifel nicht erhalten würden, wenn Sie beliebig mit Sockets-Daten hin und her schicken würden. Der entsprechende Datenaustausch, Sockets, Client-Server, Request-Reply, passiert immer noch hinter den Kulissen, wenn Sie so wollen. Aber der Anwendungsprogrammierer sieht das nicht. Der Anwendungsprogrammierer wird einen Prozeduraufruf sehen. Wir haben also hier statt das Senden und Empfangen von Nachrichten die Vorstellung, wir ersetzen es durch den Aufruf einer Funktion, einer Prozedur, einer Methode, je nach Programmiersprachenkontext. Und anstelle eine Nachricht zu empfangen und eine Antwort zu schicken, werde ich eine Funktion ausführen auf der Dienstgeber, auf der Serverseite, werde ich eine Funktion ausführen, die hat vielleicht Parameter, die muss vielleicht ein Resultat erzeugen, die muss die Parameter vielleicht verändern, aber es ist eine Funktionsausführung, die ich hier realisieren muss. Und wo diese Funktion dann stattfindet, wo diese Funktionsausführung dann stattfindet,
Das ist letztlich schon fast egal. Der entscheidende Punkt wird sein, das könnte ein Remote-Server sein, das muss es aber gar nicht. Es wird sich herausstellen, es geht um die Adressräume. Es muss in unterschiedlichen Adressräumen sein. Ich muss in der Lage sein, präziser formuliert, unterschiedliche Adressräume zu unterstützen, um dieses Konzept hier zum Tragen zu bringen. Also, ich habe die Idee, Funktionsaufrufe über Adressräume hinweg, sei es auf dem gleichen, sei es auf unterschiedlichen Rechnern, das spielt gar keine große Rolle, über Adressräume hinweg durchzuführen. Und wenn das der Fall ist, spreche ich vom Remote Procedure Call, was hier entfernten Adressraum möglicherweise auf einem anderen Rechner meint. Oder eben die Remote Method Invocation, wenn ich objektorientiert und etwas vornehmer unterwegs bin. RPC in prozeduralen Sprachen, RMI in objektorientierten Sprachen. Der wesentliche Unterschied wird sein, zwischen RPC und RMI wird genau der gleiche wesentliche Unterschied sein, den Sie auch zwischen einem lokalen Procedure Call und einer lokalen Methodenausführung bedienen, beachten müssen. Sie müssen beim Methodenaufruf das Objekt, das mit der Methode behandelt werden soll, noch in geeigneter Art und Weise spezifizieren. Nicht, das entspricht dann dem This-Pointer in C++, dem Self in Python und so weiter und so weiter. Aber ansonsten ist es dann gar nicht so viel anders. Das müssen wir uns überlegen, wie wir das handhaben. Dann ist der RMI-Fall noch mit ein paar Besonderheiten versehen, aber dann doch aufbauend auf dem RPC-Fall relativ naheliegend. So, das ist eine relativ alte Idee, die ist 1984, das sind jetzt 36 Jahre, 1984 bereits eingeführt worden von zwei Herren Birrell und Nelson. Und das ist immer noch da. Also gute Ideen verschwinden nicht. So, schauen wir uns das nochmal an. Zur Erinnerung zunächst im lokalen Fall. Wir schauen uns einen lokalen Prozeduraufruf an, bei dem ich einen Aufrufer und ein aufgerufenes Codestück habe, Caller und Callee. Achten Sie auf die Aussprache hier am Ende, dass der Callee, das aufgerufene Programmteil, die sich im lokalen Fall im gleichen Adressraum befinden. Typischerweise wären sie Teil des gleichen Prozesses, wenn Sie an die Vorlesung SSSP sich erinnern. Es könnten unterschiedliche Prozesse sein, bei denen Sie jetzt Shared Memory Nutzung vereinbart haben. Brauchen wir gar nicht. Nehmen wir einfach innerhalb des gleichen Prozesses. Wie funktioniert das jetzt? Sie haben Ihren Aufrufer und Sie haben Ihr aufgerufenes Programmteil. Was müssen Sie tun? Sie müssen als Aufrufer die möglichen Parameter bereitstellen, die diese aufgerufene Funktion bearbeiten soll. Und dazu benutzen wir im lokalen Fall die Idee eines Stacks. Wir legen alle Parameter auf den Stack. Das ist ein Speicherbereich, den der Aufrufer und der Aufgerufene leicht finden können. Sie sind ja im gleichen Speicherbereich. Wir wissen, wo in diesem Stack, in diesem Stapel wir uns befinden. Dafür gibt es die globale Variable, das globale Register sogar, des Stackpointers. Und wir legen die Parameter hier bereit. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Rücksprungadresse, die wir hier auf den Stack legen. Und dann führen wir einen Jump durch. Jump im lokalen Fall heißt was? Wir ändern den Instruction Counter des Prozessors. Wir ändern den Instruction Counter so, dass der nächste auszuführende Befehl der erste Befehl des aufgerufenen Programmteils sein wird. Das werden Sie hier tun, in diesem aufgerufenen Programmteil. Naja, Sie greifen auf die Parameter zu, die irgendwie im Stack liegen. Sie werden das tun, was Sie tun sollen. Sie werden in irgendeiner geeigneten Art und Weise eine Verarbeitung durchführen. Und wenn allfällig Parameter entstanden sind, dann werden Sie die typischerweise wieder auf den Stack legen. Und mittels der Rücksprungadresse, die Sie ja im Stack vorgefunden haben, werden Sie zurückkehren an die Stelle, die im aufgerufenen Programmteil unmittelbar auf diese Jump-Anweisung folgt. Denken Sie dran, hier vergeht Zeit. Hier sind keine Programmzeilen. Das hier ist Zeit auf der Achse nach unten. Es ist nicht Programmcode-Nummern oder Zeilennummern des Programmcodes. Wir kehren auf die Stelle zurück, die unmittelbar auf den Jump-Effekt folgt. Sodass der Aufrufer letztlich den Eindruck gewinnt, dass es eigentlich nichts passiert, nur haben sich irgendwelche Werte verändert, nachdem Sie hier den Stack noch aufgeräumt haben. Hier unterscheiden sich die Aufrufkonventionen unterschiedlicher Programmiersprachen etwas. Das ist jetzt aber alles nicht so wesentlich spannend. So, diese Idee hier möchte ich nachbauen, ohne darauf angewiesen zu sein, dass Caller und Callee im gleichen Adressraum sich befinden. Dann werden viele der Mechanismen hier nicht funktionieren.
ich kann keine Jumps mehr machen. Was würde das bedeuten, einen Jump auf eine Speicherstelle durchzuführen, wenn diese Speicherstelle sich in einem anderen Adressraum befindet? Das kann ich nicht mal hinschreiben in Maschinensprache. Ich habe keinen gemeinsamen Stack. Es ist sinnlos, Parameter auf den Stack zu legen, in der Hoffnung, dass die für den Aufrufer zugreifbar sind. Also, wir müssen dieses Konzept etwas überdenken, etwas überarbeiten. Die Idee ist, wir machen den Aufruf des RPCs, indem wir die beiden Adressräume berücksichtigen. Wir haben den Aufrufer in einem Adressraum A, wir haben das aufgerufene Programm in einem Adressraum B. Und jetzt muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich Parameter hier explizit transportiere. Sie liegen nicht einfach nur im Speicherbereich an einer bekannten Adresse und es reicht nicht, wenn ich einfach nur die Adresse übergebe. Ich muss die Inhalte des Speichers explizit transportieren zwischen diesen beiden Adressräumen. Und das reicht nicht mal. Ich muss auch noch bei diesem Transport dazu sagen, welche Prozedur ich denn jetzt eigentlich aufgerufen haben möchte. Im einfachsten Fall kenne ich eine Adresse hier im Adressraum des aufgerufenen Prozesses. Aber das kann ich nicht mal sicher sagen. Vielleicht erzählt er mir nur irgendwelche IDs, die er dann selber benutzt, um das auf eine geeignete Adresse abzubilden. Das ist ja vielleicht eine ganz schlaue Idee, sodass ich nicht hier von außen einen beliebigen Codesteller anspringen kann. Sicherheitsaspekte, nicht? Ich möchte nicht beliebige Codeausführung zulassen hier. Also vielleicht muss ich hier eine Art ID für diese entsprechende Prozedur übergeben. Ja, das ist plausibel, hoffe ich. Was bedingt das aber? Das bedingt, dass ich vorher, bevor ich das tun kann, diese Parameter erstmal für den Transport geeignet vorbereiten muss. Das ist das sogenannte Marshalling, das schauen wir uns im folgenden Abschnitt an. Und ich muss auf der Gegenseite, auf der Seite des aufgerufenen Prozesses, das Umgekehrte tun. Ich muss diese geeignet eingepackten Parameter wieder in meinem lokalen Prozess zur Verfügung stellen, in einer Art und Weise, die für die folgende Verarbeitung tauglich ist. Letztlich verarbeite ich, und ich mache das Gleiche nochmal, in die umgekehrte Richtung. Ich habe vielleicht ein Resultat, das muss ich für den Transport vorbereiten. Ich transportiere das Resultat zurück und ich muss dieses Resultat wieder entgegennehmen und an geeigneter Stelle in meinem Arbeitsspeicher ablegen. Okay? So, das ist ja alles schön und gut. Das können Sie jetzt natürlich hier beliebig tun, das kann Ihnen niemand verbieten. Diese beiden Richtungen von links nach rechts und von rechts nach links, das können Sie natürlich gerne von Hand programmieren, da ist nichts gegen einzuwenden. Aber eigentlich ist es viel schöner, wenn wir das jetzt noch etwas eleganter verpacken, wenn wir jetzt noch zusätzlich dafür sorgen, dass es sich trotzdem, wir das hier eigentlich tun, es sich für den Aufrufer und für das aufrufende Programmstück so anfühlt, als wäre das gar nicht da. Wenn ich dafür sorge, dass der Aufruf des RPCs transparent erfolgt. Also idealerweise, weder der Aufrufer noch der Aufgerufene können unterscheiden, ob es sich um einen lokalen Prozeduraufruf oder einen entfernten Prozeduraufruf handelt. Okay? Den Prozeduraufruf sehe ich natürlich, den muss ich ja tun. Oder ich als Aufgerufener muss aufgerufen werden. Und das ist klar. Aber ich möchte die Unterscheidung zwischen lokal und remote nicht machen müssen. Das wäre für mich praktisch, oder? Stellen Sie sich vor, Sie können ein Programm schreiben und Sie können Prozeduren aufrufen, von denen manche lokal, manche entfernt aufgerufen werden müssen. Und Sie müssen sich gar nicht großartig darum kümmern. Ja, wie wird das denn jetzt funktionieren? Naja, das heißt doch, dass mein Aufrufer sich wie im lokalen Fall benehmen soll. Das heißt, er wird immer noch Parameter auf den Stack schreiben, er wird immer noch einen Jump durchführen und er wird nach Rückkehr aus diesem Jump hier die Resultate auf dem Stack erwarten, wenn es nach seinem Jump-Befehl wieder weitergeht. Also ich muss dafür sorgen, wenn es denn transparent sein soll, dass genau das möglich ist. Und für den Aufgerufenen genau das Gleiche. Ich muss dafür sorgen, dass es für den Aufgerufenen die Parameter sich auf dem Stack befinden, an Stellen, die er durch seine Aufrufparameterreihenfolge erwarten würde. Er muss eine Rücksprungadresse vorfinden, an die er zurückspringen kann. Und ich muss ihm ermöglichen, seine Resultate zurück auf den Stack zu legen. Trotzdem muss ich für den Remote-Fall dafür sorgen, dass es diese Transportmechanismen gibt. Also, weder Aufrufer noch aufgerufener Code-Teil sollen sich mit dem Transport
abplagen müssen. Sie sollen sich so benehmen dürfen wie vorher. Und wenn ich das tue, dann habe ich eine Transparenzanforderung erfüllt. Wie geht das? Wenn ich diese beiden Programmstücke nicht anfassen will, wenn ich trotzdem diese Mechanismen hier hinzufügen will, dann brauche ich zusätzlichen Code, den ich an geeigneter Stelle einfüge, in der Hoffnung, dass es gar nicht bemerkt wird. Und das sind sogenannte Proxys. Proxy hier heißt nicht Proxy im Sinne von Kapitel 1 oder Kapitel 4, wenn ich einen Stellvertreter eines Prozesses irgendwo anders hin tue. Es ist trotzdem ein Proxy. Es ist ein Stellvertreter. Entweder auf der Seite des Aufrufers ist es ein Proxy, ein Stellvertreter für das aufgerufene Programmstück, für die aufgerufene Funktion. Es ist nicht die Funktion selbst. Es ist ein Stellvertreter für die aufgerufene Funktion, die im lokalen Prozeduraufruf die Parameter und so weiter entgegennimmt, dann für den Transport auf die andere Seite sorgt, den Transport der Ergebnisse entgegennimmt und wieder dafür sorgt, dass aus diesem Proxy jetzt zurückgesprungen werden kann. Auf der Serverseite das Umgekehrte. Ein Proxy auf der Serverseite ist Stellvertreter für die aufrufende Funktion. Nimmt die Parameter von dem Kollegen auf der Aufruferseite entgegen, benimmt sich danach wie ein Aufrufer der entsprechenden Funktion, legt die auf den Stack, gibt eine Rücksprungadresse vor und so weiter, ruft die eigentliche Funktion auf, nimmt die Parameter entgegen und reicht sie zurück. Das ist genau das, was hier steht. Proxys kapseln, verbergen vor Caller und Callee diese ganzen Transportdetails, sodass ich immer noch so tun kann, als wäre es ein lokaler Prozeduraufruf oder als wäre ich eine lokal aufgerufene Prozedur. Und diese beiden Proxys haben unterschiedliche Rollen, entsprechend bekommen sie auch unterschiedliche Namen. Auf der Aufruferseite spricht man typischerweise von einem sogenannten Stub, der behauptet oder so tut, als wäre er die aufgerufene Funktion. Auf der aufgerufenen Seite, auf der Serverseite, ist es ein sogenanntes Skeleton, das so tut, als wäre es die aufrufende Funktion, die so tut, als würde es die Funktion aufrufen. Das tut es ja auch, aber nicht aus eigenem Interesse, sondern stellvertretend für den Aufrufer auf der anderen Seite. Genau, und Stub und Skeleton zusammen realisieren diesen Datentransport. So, das skizziere ich Ihnen hier mal. Wir haben hier in den Adressräumen A und B jeweils den eigentlichen Aufrufer und das aufgerufene Programm im Adressraum B. Ich habe hier im Adressraum A zusätzlich einen Proxy, der was tut? Er stellvertritt das aufgerufene Programm, ist also ein Callee-Proxy. Er vertritt das aufgerufene Programm, den Callee, im Adressraum des Callers. Das ist das Stub. Als Pendant dazu habe ich im Adressraum des aufgerufenen Teils einen Stellvertreter für den Aufrufer, also den Caller-Proxy hier. Okay? Das ist das Skeleton. Was passiert jetzt? Caller macht einen lokalen Prozeduraufruf, wie drei Folien zuvor, in Abbildung 1. Sie legen die lokalen Parameter auf den Stack, legen ihre eigene Rücksprungadresse auf den Stack, machen einen Jump. Der Jump führt in den Callee-Proxy, in den Stellvertreter des Aufgerufenen. Der hier entnimmt die Parameter aus dem Stack, bereitet sie für den Transport vor, packt sie geeignet ein, transportiert zum Skeleton. Das Skeleton nimmt die Parameter zum Beispiel aus dem Socket entgegen, legt sie in geeigneter Art und Weise in den lokalen Speicher, baut sich seine eigene Rücksprungadresse auf dem Stack zusammen und führt den Jump aus. Der Callee fühlt sich ganz normal aufgerufen, macht seine ganz normale Arbeit, legt Ergebnisse auf den Stack, macht den Rücksprung innerhalb seines eigenen Adressraums. Der Caller-Proxy, das Skeleton, nimmt die Ergebnisse aus dem Stack, bereitet sie für den Transport vor, schickt sie über die Netzwerkverbindung, über den Socket oder was auch immer Sie benutzen, zurück zum Callee-Proxy, zum Stub. Der nimmt sie entgegen, wickelt sie aus, legt sie auf den Stack und macht den Rücksprung. So dass wir jetzt hier letztlich tatsächlich die Ergebnisse aus dem Stack bekommen haben. Okay, das ist die Grundidee. Das ist die Grundidee
des ganzen RPCs. Es läuft immer auf dieses Grundmuster hier hinaus. Wir haben Aufrufer und Aufgerufenen, die sich wechselseitig in den jeweils anderen Adressräumen vertreten lassen durch Stubs und Skeletons, die zusammen dann den eigentlichen Parametertransport realisieren und für Transparenz gegenüber Aufrufer und aufgerufenen Programmen suchen. Soweit so gut. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir konkret mit Parametern umgehen, die übergeben werden sollen, was bei diesem Transport passiert, was war dieses Einwickeln, das ich gerade benutzt hatte und ob wir wirklich Transparenz vollständig herstellen können. So viel hierzu. Vielen Dank fürs Zuhören.